Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Showdown Part. Wir spielen heute wie eine Oberjüfte und das natürlich mit einem neuen Team. Das Team besteht aus Zytomega, Magnezone, Pinsir, Ashquayuzu, Landrusty und Zapdos. Ich habe das Team aus Zytomega gebaut. Und warum wir Zytomega spielen? Es ist in den Wild Ability Rankings B+, also ist das Pokémon gut, also könnte es was reißen und deshalb will ich das ausprobieren und es ist mal Abwechslung. Wir spielen jetzt physisch-defensiv mit den Attacken Call Mind, Psyshock, Shadow Ball, Recover. Shadow Ball ist für die Psycho-Pokémon wie zum Beispiel Mega Meditalis, Simsala. Und Psyshock natürlich die Step-Attacke. Roniculus kann eigentlich gar nichts gegen Stahl-Pokémon wie zum Beispiel Celesteela, Tentantleton und was für ein Pokémon gibt es, was die beiden Pokémon Wild Magnezone mit dem Electrium C. Wir spielen hier Magnezone, ein mäßiges Wesen, voll offensiv mit den Attacken Delegator, Donnerblitz, Flash Cannon, HP Fire. Magnezone ist einfach da, um die Stahl-Pokémon zu trappen, gegen die Roniculus als Zytomega nichts tun kann. Wie gesagt, wie zum Beispiel Xerox, Tentantel, Celesteela. Dann noch Mega Pinsir. Mega Pinsir profitiert auch nochmal von Magnezone. Ist ein sehr guter physischer Wallbreaker. Es kann sich mit Schwertanz boosten. Ich habe Pinsir seit langem nicht mehr probiert, also dachte ich mir, spielen wir es einfach mal. Probieren wir es einfach mal wieder. Natürlich voll offensiv. Dann noch Ash Greninja mit dem Choice Specs, Hütbombe, Dark Pulse, Water Shuriken und die Spikes. Voll offensiv. Dann noch Choice Scarf, Landrusty mit den Tarnstellen, U-Turn, Erdbeben und HPS. Ich wollte noch ein Choice Scarf Pokémon haben und die Rocks auch noch im Team. Da habe ich mich einfach für Landrusty entschieden. Es macht auf jeden Fall seine Arbeit. Zuletzt haben wir noch ein physisch defensives Zapdos mit Discharge, Roost, Heatwave und Defog. Ist unsere Hazard Removal unserer Wahl. Zapdos rundet das Team auch noch schön auf. Somit wollen wir Pokémon wie zum Beispiel Katagami, Stalowar, die meisten physischen Threats halt einfach. Ja, das war's der Team Review. Suchen wir mal einen Gegner. So Leute, unser Gegner hat ein Kyurem Black, Toxapex, Celesteela, Xerox, Gengar und Landrusty. Seht euch das Team an, seht euch Magnezone an, es wird sehr viel Spaß haben. Das Problem an dem gegnerischen Team ist das Kyurem Black, das ist die Schwachstelle unseres Teams. So, wir werden mit... Magnezone lieben. Er mit Xerox und wir gehen auf Substitute. Ich denke, er wird auf U-Turn gehen. Wir sind sogar schneller. Meistens spielen wir es ja so viel Speed, dass es Magnezone outspeed, obwohl wir sind voll offensiv. Das war ein dummer Play von mir. So, wir werden jetzt in Zapdos rauswechseln. Was will Landrusty gegen Zapdos tun? Eigentlich nichts. So, wir gehen jetzt einfach mal auf Defog. Er geht in Kyurem Black. So, Roniculus macht in diesem Kampf eigentlich fast nichts. Also gehen wir jetzt auf dieses Pokémon. Ice Beam tanken wir sehr schön. Wir gehen auf Psyshock. Ice Beam macht auf jeden Fall Max Damage. Komischerweise auf einmal. Okay, jetzt verlieren wir zu Roniculus. Ich dachte, dass er auswechselt oder auf Z-Freeze Shock geht. Fusion Bolt. Wir tanken die Attacke. Nice. Und natürlich rettet er uns dafür. Nice. Geben wir Mega Pinsir. Wir kalten gehen jetzt ob von Pinsir Mega Audio Wall Breaker gegen ein Kyurem Black. Kyurem Black Live Return reicht leider nicht aus. Unser Play hier ist deshalb auf Landrusty zu gehen, auf die Kehrtwende zu gehen, es anzuchippen und dann mit reicht von Kyurem Black
Greninja. Oh, you all out, Zecke. Ein Dark Pulse aus. Obwohl, er geht jetzt in Land Lucy. Wir gehen jetzt in Greninja. Gehen auf die Spikes oder. Predigen wir, dass er rauswechselt. Wir gehen auf Waterschuriken. Ich dachte, dass das Scarf wäre. Zunächst, wir gehen jetzt in Magenzone. Gehen auf Delegator. Er kann unseren Delegator nicht brechen. Er geht jetzt vielleicht auf Siedewasser und holt die nächsten Spikes raus. Die Spikes sind es nicht so schlimm eigentlich. Er geht in Landrus T. Wir gehen einfach mal auf Flash, können Erdbeam tanken. Wir können das Landrus T anschippen. Sogar sehr gut. Wir gehen jetzt in unser Zapdos. Erdbeam trifft uns nicht, er wird es rauswechseln. Wir gehen einfach mal auf Defog. Im Notfall, wenn wir unsere Magenzone verlieren, haben wir immer noch das Zapdos für Kagoron und Xerox. Im Notfall zumindest. So, wir gehen jetzt in Pinsir. Icebeam tanken ist sehr gut. Wir wollen jetzt das Kairon Black anschippen oder verliert jetzt sein Landrus T, was eigentlich auch in Ordnung ist. Wir gehen in Zapdos, wie gesagt. Und unser Gegner geht auf U-Turn. Kairon Black. Wir haben keine Switchen außer Greninja, aber sollten wir hier Greninja reinmixen. Es ist unser Counter für das Gengar, obwohl Landrus T reicht auch. Wir gehen in Greninja, predicten in Ice Beam. Sehr schön, er macht keinen Schaden. Wir gehen auf Dark Pulse. Er geht in Toxapex. Wir gehen in Magnezone. Wir gehen wieder auf Delegator. Das ist hier unsere Play. Und wir müssen jetzt eigentlich noch von einem Magnezone. Substitute Z. Von einem Scissor. Schwertzons einen Bullet Punch tanken. Ja, sogar sehr gut. Er geht in Gengar. Können wir dieses Pokémon Gengar mit den Donnerblitz rausnehmen? Nein. Deshalb gehen wir auf Sea-Sun, auf Sea-Donnerblitz, um das Gengar rauszunehmen. Der Donnerblitz wird so reichen für das Kagoron und wir müssen das Gengar safe besiegen. Geht in Kairon Black wieder. Schade. Wir opfern jetzt unser Pinsir hier. Wir brauchen es nicht mehr. Oder, warte. Mal überlegen. Brauchen wir Landrus T in diesem Kampf? Eigentlich nicht. Deshalb gehen wir es in Landrus T. Er bis HP Fire. Nice. Wir gehen auf die U-Turn jetzt. Und können Kairon Black anchippen und Dark Pulse müsste es eigentlich ausreichen von unseren Quajutsu. Oder geht in Xerox. Wir können in Magnezone gehen und auf einen Delik und auf HP Fire gehen. Das Mega Xerox anchippen. Wir überleben eine Attacke. Sehr schön. Kairon Black. Wir überleben keinen Bullet Punch mehr von Scizor. Aber wir brauchen, Magenzone brauchen wir noch, für das Celesteela, glaube ich zumindest. Wie gesagt, ich denke, Landrus T auf dieses Pokémon können wir hier verzichten. Ice Beam tanken wir leider nicht. Wir gehen jetzt in Pinsir. Gehen auf Return oder predicten wir das Switched Out. Wir gehen auf Return. Er geht in Celesteela. Wir gehen jetzt in Zapdos. Ja, wir mussten hier safe bleiben, denn wenn wir rauswechseln und er auf Ice Beam geht, hätten wir das Spiel verloren. So können wir das Spiel noch gewinnen. Deshalb mussten wir hier safe bleiben. Obwohl es eigentlich klar war, dass er hier rauswechseln wird. Wie gesagt, hätten wir overpredicted, hätten wir das Game jetzt schon verloren. Aber jetzt können wir das Game noch gewinnen. Flash können. Ist das ein spezielles Celesteela? Ein offensives. Discharge reicht für das Xerox. Sehr schön. Okay. Kairon Black wieder einmal. Magnezone ist hier unser Play oder
Nennen die Opfer hier Pinsel, das wird unser Play hier nicht sein, oder? Wir gehen in Kren, gehen auf Dark Pulse, er geht in Toxapex. Wir gehen jetzt in Magnezone. Bitte geh auf Toxic Spikes. Okay, Siedewasser war sein Play. So, Discharge. Wie viel Schaden machen wir mit dem Toxapex? Wir können es two-shotten. So. Wenn das ein spezielles Celesteela ist. Wir gehen hier jetzt auf Defog. Er geht in Kairon Black. Warum? Wir gehen auf Discharge. Hoffen, dass wir es paralysieren können. Bitte können wir es paralysieren. 30%. Okay, diesen Kampf haben wir, denke ich, jetzt verloren. Mit der Parade hätten wir gewonnen. Aber leider haben wir diesen Kampf verloren. Außer wir flinchen jetzt das Toxapex. Wir flinchen es. Celesteela bekommt guten Schaden. Es ist ein... Also, wenn wir jetzt noch Ash Cringe wären, könnten wir diesen Kampf noch gewinnen. Oder? Greninja. Offensive. Gegen ein Kyurem Black. Dark Pulse, bitte, bitte, bitte. Choice Specs, wir könnten den Kampf noch gewinnen. Celesteela wird geflincht. Sehr gut. Diesen Kampf können wir jetzt sogar noch gewinnen. Aber nur durch Hex. Aber wir können diesen Kampf noch gewinnen. Auch wenn es unverdient ist, egal. Solange wir diesen Kampf gewinnen. Man sieht die Macht von Flinch Lord Summer. Kairon Black, weg mit dir. So, der Kampf. Greninja gegen Toxapex. Will unsere PP aufstauen. Das wird spannend. Specs Greninja gegen Pex. Also. Dieser Kampf, der wird jetzt ekelhaft. Wenn unsere PP ausstolz, wenn hat er noch 11-mal Recover. Er hat noch 12-mal Recover. Ach, der Glückskerl. Wir flinchen ihn. Wenn es nochmal ihn flincht, haben den Kampf gewonnen. Wir haben diesen Kampf 1-0 gewonnen, weil wir 4- oder 5-mal mit Greninja geflincht haben. Greninja ist Flinch Lord Summer. Ach ja, dieser Kampf, der gefällt mir. Der hat mir gefallen. Ja, der hat mir auf jeden Fall gefallen. So, unser nächster Gegner, Porygon 2. Chirachi. Serapendra. Pinsir. Gwajutsu. Und Landrus. Es gibt keine Betten Pestlos. Schade. So. Wir werden mit... wir werden mit Pinsir leaden. Er leadet mit Serapendra. Wir mögen uns gehen auf Schwertanz. Denn ich habe Angst, dass es auf Schutzschild geht und er uns dann rausnehmen will. Oder auf Bettenpass geht. Deshalb mögen wir uns... gehen auf plus 2. Und Quick Attack müsste dann eigentlich für das Scolipede reichen. So stelle ich es mir halt vor, denn wenn es Betten passt, will, das will ich mir eigentlich jetzt nicht vorstellen. Deshalb gehen wir jetzt auf Return. Endeavor tanken wir. Wir sind immun dagegen, denn wir haben weniger HP. Sash und Quick Attack wird es für das Scolipede reichen. Sehr schön. Wenn es jetzt Pokémon rausgenommen sind auf fucking plus 2. Pinsir brauchen wir eigentlich in diesem Kampf nicht mehr. Zapdos wollte das Pinsir, das Jirachi, das Landorus T. Und Magnezone wird schon einen Hit von dem Greninja tanken. So, wir gehen auf Erdbeben. Er geht in Landorus T. Dann gehen wir auf Return. Egal. Wird trotzdem sehr guten Schaden machen. Stone Age killt uns. Schade. Wir gehen jetzt in Kren. Gehen auf Dark Pulse. Er kann jetzt den Porygon 2 wechseln. Und Pori bekommt guten Schaden. So, wir gehen jetzt in Runicless.
gehen jetzt einfach mal auf. Wir gehen hier in Magenzone. Ich denke, dass er hier safe rausswitchen wird. Deshalb ist, denke ich, wie gesagt, Magenzone hier der Play. Quajutsu ist der Play. Wir überleben eine Attacke von Quajutsu. Deshalb gehen wir auch in Quajutsu jetzt. Gehen wir nicht in Quajutsu, sondern in unser Magenzone. Aber dann müssen wir wieder predicten. Geht auf die U-Turn. Hatte die U-Turn. Und deshalb müssen wir dann auf Donnerblitz gehen, wahrscheinlich. Aber wir werden gleich sehen, was unser Gegner hier tut. Wenn er nicht rauswechselt, können wir auf Delegato gehen. Ist auch okay. Dann können wir jetzt den Donnerblitz abwehren, der sehr guten Schaden gegen jedes Pokémon machen wird. Beides ist mir eigentlich recht. Ich denke, Magnezone ist hier der Play. Wir müssen mit Magnezone kein Stahl-Pokémon rappen. Natürlich ist Jirachi ein Stahl-Pokémon, aber Jirachi ist schneller. Kann mit der U-Turn immer rauskehren, wenden. Also... ja, Magenzone brauchen wir nicht. Es muss kein Stahl-Pokémon trappen. Er geht in Scolipede. Magenzone darf nicht angechippt werden. Wir gehen in Landrus T. Protect. Perfekt so. Wir gehen auf die U-Turn. Endeavor. Schade. Aber wie gesagt, Magenzone darf nicht angechippt werden. Wir gehen in Greninja dieses Mal. Aber warum ist hier ein Serapendra gegangen? Wollt ihr es einfach opfern? Jirachi. Er wird auf U-Turn gehen, kann ich mir vorstellen. Deshalb gehen es in Zapfen. Wenn er so reinholt, ist er auf jeden Fall Choice Guard. Reneclus, du kommst jetzt rein. Tri-Attack two-shotted uns. Ist nicht so schön. So, mal überlegen. Ist Magnezone ist hier leider unser Play. Und wir gehen auf Z-Donnerblitz. Um dem Porygon zwei sehr guten Schaden zuzufügen. Sehr schön, bitte geh nicht auf Recover. Schade. Wir gehen auf Flash Cannon. Wir gehen weiter auf Flash Cannon. Und dann wir gehen auf Donnerblitz. Die Paare ist besser, wie gesagt. Magnezone können wir hier nicht mehr gebrauchen. Und dieser Kampf sieht jetzt eigentlich nicht so gut für uns aus. Flinchdorzhammer muss uns wahrscheinlich wieder retten. Wir hätten hier Reneclus opfern müssen. Zapdos ist das wichtigste Pokémon. Er opfert hier Quajutsu. Was? Okay, diesen Kampf können wir noch gewinnen. Pinsir. Landrus T, bist du hier unser Opfer? Brauchen wir hier Magnezone noch? Mal überlegen. Wir gehen auf Donnerblitz. Wir brauchen es nicht mehr. Er geht auf Emporigon 2. Wir können es paaren. Bitte paaren. Schade. Wir können leider nicht mehr auf die Legato gehen. Also gehen wir einfach safe auf Donnerblitz. Trick Room, was? Interessant. Wir gehen in Zapdos und gehen auf Roost, so dass wir den Trick Room ausstolen können. Ich denke, das ist der beste Play hier. Opfern wir jetzt Reneclus. Wir opfern jetzt hier Reneclus. Wie können wir das Pokémon besiegen? Wir gehen in Quajutsu. Gehen auf Dark Pulse. Ist das der Play? Oder gehen wir auf... wir gehen auf Dark Pulse. Müssen es paraflinchen. Wir... Paraflinchen dieses Mon, hoffentlich. Es ist Flinch Lord Summer. Flinch Lord Summer hilft uns schon wieder. Ach ja, Ash Quajutsu. Ich liebe dich. Healing Wish. Okay. Wir opfern hier Landrus T. Dann gehen wir auf Erdbeben. Okay, wartet mal. Pinsir. Mal überlegen, Zapdos. Mit dem können wir die Trick Room ausstallen. Aber wir dürfen nicht gefreezed werden.
Burnen ist okay. Wir gehen auf Discharge. Wir können ihn parren. Perfekt, so. Wir gehen jetzt weiter auf Discharge. Gehen auf Roost, um so Trick Room auszustallen. Donnerblitz. Mal überlegen, wie viel Schaden machen wir mit Ash Greninja gegen ein Pinsir Mega? Wir müssen auf die Hydro-Pumpe gehen, um es safe rauszunehmen. Wie viel Schaden machen wir gegen Porygon 2? Juju Defensive einfach mal. Sehr guten Schaden, wenn es Mixed Defensive ist. Aber wir können gleich sehen, ob es Mixed Defensive ist oder ob es Offensiv ist. Er ist mit Discharge machen wir 22%. Er ist auf keinen Fall speziell defensiv. Wahrscheinlich voll physisch defensiv, oder? Wenn er hat einen Download Boost, ist auf plus 1. Und deshalb, er hat keinen Spezialangriff in Westmans. Mit Discharge machen wir mehr Schaden. Also ist er nicht speziell defensiv. Okay, wir gehen jetzt einfach mal auf Discharge. Opfern jetzt das. Zapdos, auf jeden Fall muss der Trick Room auslaufen. Wie viel Schaden machen wir damit? Greninja? Greninja? Offensive. Mit der Hyperpumpe mindestens 50%. Müssen es vielleicht Paare flinchen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, Donnerblitz, Donnerblitz nimmt uns raus. Wir können ihn auf ca. 80% anchippen, dann müssen wir mit einem Dark Pulse ihn flinchen und ihn two-shotten. Das könnte der Play sein, oder wir gehen auf Roost. Er hat nur noch nicht so viele Donnerblitze mehr, oder doch? So, wir gehen jetzt auf Discharge, Tri-Attack, ja. Wir gehen auf Roost, ist der Play hier auf jeden Fall, dann gehen wir auf Discharge, eher auf Trick Room, wir gehen auf Roost. Wir müssen nochmal auf Roost gehen, den Trick Room hier ausstallen. Donnerblitz. So, wir gehen jetzt auf Discharge. Mal überlegen. Wir müssen Zapdos down gehen lassen, wenn er seinen letzten Donnerblitz gemacht hat. Das ist das Schwere daran. Discharge. Wenn er jetzt... Okay, Discharge. Gehen jetzt in Greninja. Ach, das ist wirklich schwer, was wir jetzt tun. Der Play wäre jetzt von dem Trick Room. Dann hat er diesen Kampf safe gewonnen. Wir gehen in Greninja. Bitte, 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 bitte. Recover. Wir müssen ihn jetzt wirklich paraflinchen. Flinch Lord Summer hat... Wir haben leider den Kampf verloren. Flinch Lord Summer hat seine Macht verloren. Schade. Aber es war ein spannender Kampf auf jeden Fall. Der Kampf hat mir wirklich sehr gut gefallen. Leute, auf jeden Fall hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Bis dann. Ciao.